Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Runde Paladins zusammen mit Shigo. Hallo! Ich spiele heute den Bomb King, weil ich einmal, auch wenn es wahrscheinlich für euch jetzt offensichtlich war durch die ganzen Parts, offensichtlich war, die ganzen Spielmodi, beziehungsweise die beiden momentanen Spielmodi zu erklären. Und zwar haben wir da einmal den Spielmodi, wo wir den Wagen schieben bzw. verteidigen müssen, das, was wir auch jetzt gerade spielen. Und das, was ihr zum Beispiel im Ruckus-Part gesehen habt, wo man den Punkt einnehmen muss und dann den Wagen in die gegnerische Basis schieben muss. Hier ist es jetzt so, das Angreiferteam, wir sind das Verteidigerteam, muss den Wagen von ihrer Base bis in unsere schieben. Und diese Zeit wird dann gespeichert und dann müssen wir das schneller machen. Schaffen wir das nicht? Haben wir natürlich verloren. Schafft das Angreiferteam es direkt in der ersten Runde nicht und sind zum Beispiel nur 87% weit gekommen, dann müssen wir nur 88% weit kommen und dann haben wir halt gewonnen. In dem Fall ist es halt sehr einfach. Und der andere Spielmodi ist der Ladungsmodus. Und da muss man erst den Punkt in der Mitte einnehmen. Ich bin fast down, ich brauche Heilung. Da hinten. Ja, da muss man den Punkt in der Mitte einnehmen. Es gibt natürlich dann auch noch Overtime und alles Mögliche. Wenn ein Gegner noch auf dem Spot steht. Und wenn man den eingenommen hat, muss man den Wagen in die gegnerische Basis schieben. Das Einnehmen gibt einen Punkt, das Verteidigen gibt einen Punkt. Außer das Verteidigen wäre der finale Punkt, das haben wir festgestellt im letzten Part. Dann gibt es natürlich keinen. Und das Durchschieben gibt auch noch einen. Das heißt, wenn man angreift, kann man 2 Punkte kriegen. Es kann aber auch 1-1 enden. Aber man kann den Siegespunkt nicht dadurch bekommen, indem man den Wagen verteidigt. Was ich, wie gesagt, gar nicht wusste. Sehr interessant auf jeden Fall. Die Bombe war nicht gebraucht. Heilung. Haben wir irgendeinen Heiler? Hier, bin bei dir. Kann ich hier rein? Er geht nicht, da werde ich besniped. Da bist du auf die Ecke. So, ich bin wieder voll. Nice! Oh, da ist der. Der war bei mir nicht mal ansatzweise da. Hinter uns ist... Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen falsch. Oh. Wir haben hinter uns noch den Pip. Mhm. Oh, shit, ich bin an. Der Pip. Von wem? Ah, von Hundes. Und um den Spielmodus auch nochmal wieder ins Gespräch zu bringen, in der Alpha des Spiels war das ganz anders. Dort gab es eine Belagerungsmaschine, die man auf einem von 3 unterschiedlichen Punkten einnehmen musste. Die ist dann zur gegnerischen Burg gefahren und mit dieser musste man dann die gegnerische Burg zerstören. Das heißt, man hatte so einen richtig schönen Siege-Modus. Ich fand den eigentlich echt cool. Ich hoffe, der kommt immer wieder, der war echt cool. Oh, von rechts, Vorsicht. Das ist... um auch den Modus nochmal ins Gespräch zu bringen, ja. Das war, die Alpha-Parts sind sogar, glaube ich, auf meinem Kanal noch online. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen... Ich hoffe, wir haben das aufgenommen. Ich glaube schon. Ich glaube, wir hatten dazu damals Videos gemacht. Sehr aber interessant. Auch, ne? Kann man sich auch mal anschauen. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Come on, we can make it. Ich bin schon wieder hier vom Pip, der ist hinter uns, der steht schon wieder in der Gruppe. Komm, ich eile. Was ist denn mit den Leuten hier? Wir haben halt 2 Tanks. Hm. Es fehlt ein bisschen Damage. Ich treffe gerade auch nicht so viel. Hier werde ich doch schon wieder von der Seite beschossen, ich gehe gleich wieder down. Da hinten, ach Gott. Oh, hier von hinten ganz viele. Oh. Okay, jetzt müssen wir uns ranhalten. Haben zwar noch 100 Meter, die haben noch 3 Minuten.
Wir sind viel zu viele. Oh, oh, Feind, Fehler, 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 Fehler. Let's make this interesting. Ja, ich geh da. Mach den Fernando. Oh Gott. Jawohl. Ah, dieser Pippen schon wieder da. Komm schon. Okay. Oh nein. Hab dich. Hab dich. Habe ich. Ich werf's zu dir. Mir unten ist der. Hm? Ich bin down. Ach shit, Mann. Knapp so. Okay, jetzt kam der Bomb-King mal zur Geltung. Da hat noch einer 3, der müsste low sein. Hallo. Behold the Dragon's Fury! Komm mal hinten! Oh, da wollte ich nicht. Ich hab nicht mehr viel Leben. Ich bin down. Oh, komm schon. Oh, oh. Ah! Da kommst du angerollt. Hat aber nix gebracht, leider. Ah, schade. Aber doch, sie sind vom Karren weggegangen. Aber das ist gut. Fast mein Beispiel, was ich übrigens genannt habe, ist ja eingetroffen. Habe 87% als Beispiel genannt. 86 haben sie. Hat's gecallt. Ah, keine gute Runde mit dem Bomb King. Auf jeden Fall, das sind die beiden Spielmodi, die momentan so halt Standard sind. Im Ranked ist es sogar so, dass man abwechselnd pickt. Also da hast du diesen richtigen Draft-Mode. Dafür brauchst du aber 12 Charaktere auf Level 4. Das ist an sich gar nicht viel. Ja, du schaffst vielleicht so pro Stunde ein. Also das ist, geht eigentlich ganz gut. Und ich hoffe aber immer noch, dass noch neue Spielmodi dazukommen. Neue Maps kamen ja jetzt sogar schon. Ich glaube, mit einem Update letztens kam ja eine neue Map dazu, beziehungsweise eine Trainingsmap, die wurde halt öffentlich gemacht. Die ist ja ganz cool in dem Schnee. Die. 3, 2, 1. Das sind einige Stunts. Oh Gott, oh Gott. Hinter uns ist wieder Pip. Mhm. Da kann ich nichts machen, ja. Ach, shit. Der Goblin ist fast down. Ich gehe, oh, das war so schön. Pip ist so klein, ey. Ich glaube, die haben auch andere Hitboxen. Bin mir auch nicht sicher. Ich dachte, nee, Pip ist, glaube ich, gar nicht klein. Die haben alle Charaktere von der Größe her gleich groß gemacht. Aber es sieht trotzdem so aus. Und ja, doch, Pip ist auf jeden Fall kleiner als der Bomb King. Ja, und nicht ganz so rund und dick. Und wieder nix getroffen.
Komm schon. Alter, ich treffe nix. Oh. Der ist schon wieder hinten, ne? Der ist schon wieder hinter mir. Brauchst du hier? Oder Hilfe. Jetzt stehe ich wenigstens wieder am Wagen, Shigo. Okay, gut, dann. Er geht wieder auf mich. Ja! Ah. Er ist gestunt links. Ja, ja, ich kann nicht. Genau. Hauptsache, wir schieben weiter und unser Victor macht einen guten Job. Victor ist gerade. Jetzt aber. Der Goblin, jawohl. Oh, oh, nicht so schnell, bitte. Hinter euch ist, Andro. Ach, scheiße. Let's make this interesting. Na gut. Hab ihn nicht? Warum nicht? Hab ihn? Ring out the big gun. Oh. Try and run. Ah, shit, ich bin down. Ein bisschen konzentriert. Ja. Aber läuft gut. Wir können es schaffen. Ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Chance. 5% und 3 Minuten noch. 3%, 2, 3, jetzt noch 3. Sein Pip geht auch nicht. Give your king a big hand. Geht. 1%. Komm schon. Noch eine halbe Radumdrehung. Oh fuck. An sich ja schon wieder so ein knappes Ding. Ach, scheiße, Mann. Ich hab zwar gefehlt, aber hat mich viel aus. Shit. Nicht der schon wieder. Ist immer ein weiter Weg. Oh oh. Bis jetzt sterben immer nur unsere Leute. Nein! Ach man. Gibt's doch gar nicht. Scheiße! Ich habe ihn wieder nicht getroffen. Ich glaube, die Bombe macht gar keinen Schaden. Wir haben einen AFKler, das ist genau. Echt, wir haben echt einen AFKler? Wer denn? Ja, der hier rumsteht. Der Fernando, der steht hier immer eine halbe Stunde in der Base. Oder liest sich erstmal alle Dinger durch, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die F-Fähigkeit macht null Schaden, oder? Ja, die macht null. Ich hätte mal gehofft, die macht. Ich bin einer von hinten. Oh. Na. Let's make this interesting. Okay, jetzt habe ich ein paar. Ich hab noch einen. Und große Bombe werfe ich in den Gang. Sehr gut, wir können es schaffen. Ist ja nicht mehr viel eigentlich. Noch einen. Und noch einen. Ja. Nice. Das war das. Ja. Da fällt meine Bombe noch von der Wand. Wieder Ruckus. Der macht halt viel Schaden. Ich glaube, das ist so immer das Highlight. Vielleicht hat er auch jetzt ein paar geholt. Ja, ich bin mal gespannt, ob das noch kommt, das Highlight. Ah ja, krass.
Ja, doch, wow. Das ist schon. Er zielt aber auch stark. Also, er hat. Aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft. Das war wieder ein spannendes Match, wie das davor auch. 1, 2, 3, 4, 5 mal Gold, obwohl ich wieder dachte, ich habe Kacke gespielt. Meisten Kills, fast die meisten Tode. Meisten Solo-Kill, okay, ist mit Bomb King einfach. 75.000 Schaden. Doch mehr als Ruckus gemacht, zumindest als unser Ruckus. Und ja, das war's auf jeden Fall wieder. Schaut in der Videobeschreibung oder in der Beschreibung vom Video, also live, so Einblendungen, ob da ein Key versteckt ist. Ansonsten schaut gerne mal Shigo vorbei und das Spiel uns und natürlich in der Videobeschreibung free to play. Aber ganz kurz, damit ihr auch nochmal die beiden Spielmodi seht. Man kann die hier auswählen, das ist Belagerung, ist das mit dem Punkt einnehmen, was wir bei dem Ruckus-Video hatten. Und Ladung ist das, was wir jetzt gerade gespielt haben, wo man den Karren halt schieben muss. Mir persönlich gefällt Belagerung ein bisschen besser, aber ich denke, es ist auch ein bisschen charakterabhängig. Zum Beispiel mit Victor ist Ladung ziemlich cool. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao. Tschüss.